Allgäu TV Spezial. Diese Kaninchendame hat, wie viele andere gerade, leider kein permanentes Zuhause, sondern lebt hier im Tierheim Memmingen. In dieser Folge von Allgäu TV Spezial wollen wir das Tierheim einmal vorstellen. Aber natürlich nicht nur die tierischen Bewohner, sondern auch die vielen wundervollen Menschen, die hier im Tierheim arbeiten, sich um die Tiere kümmern und ihnen ein neues Zuhause geben wollen. Und da sitzt die Kleine auch schon wieder in ihrem Käfig, umgeben von Stroh und ihren Artgenossen. Auch wenn sie alle es hier mehr als gut haben, warten sie doch darauf, dass jemand ihnen ein neues Zuhause schenkt. In den letzten Wochen gab es einen großen Andrang auf das Tierheim. Als wir also zu Besuch waren, sind viele der Tiere schon vermittelt worden. Bildlich war das natürlich schade, aber natürlich freuen wir uns, dass sie neue Herrchen und Frauchen gefunden haben. Um die Tierpflege sicherzustellen, ist das Tierheim 365 Tage im Jahr besetzt. 4 Vollzeitkräfte sind derzeit angestellt und immer wieder gibt es Praktikanten, die sich gern um die Tierheimbewohner kümmern. Michael, du bist seit 15 Jahren hier im Tierheim Memmingen, nicht wahr? Ja. Wie bist du hierher gekommen? Ja, also ich wusste früher schon, dass ich immer was mit Tieren machen wollte und kam eigentlich durch Zufall hier in das Tierheim, weil ich mir hier eine Katze holen wollte und bin dann ins Gespräch mit der Tierheimleiterin gekommen. Und so hat sich das ergeben, dass ich hier mal Probearbeiten durfte. Und später habe ich dann hier eine Festanstellung bekommen, habe eine Lehre hier gemacht. Und jetzt bin ich selber hier seit 15 Jahren und Ausbilder hier im Betrieb. Nicht schlecht. Und ihr habt ein süßes kleines Streifenhörnchen hier. Das ist jetzt ja irgendwie nichts Alltägliches für ein Tierheim, oder? Wie kommt es dazu? Also es wurde auch gefunden vor einigen Wochen von einer Frau, die an einem Wald dran spazieren ging. Und da lag ein Karton. Da wurde es wohl bewusst ausgesetzt. Und die Frau hat es dann eingefangen und eben zu uns gebracht. Und wir mussten es aber dann gleich zum Tierarzt bringen, weil es ein gebrochenes Bein hatte, hinten links, und eben eine Verletzung am Schwanz, was man auch immer noch sieht. Und normalerweise kann für so ein Tier, also eine Foliere, nicht groß genug sein, wegen dem starken Bewegungsdrang. Aber wir haben es momentan in einem umgebauten Aquarium untergebracht, eben wegen diesem Bein, weil es nicht mehr so verwachsen ist, wie es sein sollte. Und deshalb kann der kleine Kerl eben nie mehr richtig springen. Und ja. Aber er wird jetzt auch quasi zur Adoption freigegeben? Er ist jetzt zur Vermittlung frei und sucht eben erfahrene Hörnchenhalter, weil die nicht ganz einfach sind zu halten. Also man sollte sich schon ein bisschen damit auskennen. Richtig zahm ist der kleine Kerl nicht. Er kann aber ganz schön laut schimpfen, wenn man ihn nicht genug beachtet. Und Neugier scheint bei ihm in der Natur zu liegen. Als leitender Tierpfleger und Ausbilder weiß Michael Knoll genau, welche Pflege für die verschiedenen Tiere die richtige ist und kennt auch die Geschichten der einzelnen Bewohner besonders gut. Vom Streifenhörnchen kommen wir jetzt zu etwas ganz anderem, aber genauso wenig Einheimischen. Wie seid ihr denn zu dieser Natter gekommen? Ja, das ist eine Königsnatter, die wurde von einer Frau im Vorgarten gefunden. Und sie dachte zuerst, es sei eine Gummischlange, weil ihre Tochter des Öfteren sie schon mit einer Gummischlange erschreckt hatte, um ihr eben einen Streich zu spielen. Und sie wurde aber von den Hühnern im Vorgarten eben angelockt durch den Geruch. Und die Frau ist fast zu Tode erschrocken, als sie sie dann gesehen hat und gemerkt hat, es ist eine echte Schlange. Und sie hat uns eben gleich dann gerufen, dass wir sie einfangen. Und ja, so sind wir zu dem Tier gekommen. Wie habt ihr sie dann eingefangen? Wir haben also spezielle Schlangenhaken, wo wir die Tiere einfangen können, und es gab eigentlich keine Probleme. Okay. Und jetzt wird sie hier ordentlich gefüttert. Und genau, richtig. Muss ja auch sein. I'm a slippery.
Das ist zwar nicht so schön anzusehen, ist aber Teil der Natur und irgendwie ja doch faszinierend. So please be careful if you walk my way. Just give me time to slip away. I'm a slippery snake, just slipping around. Trotzdem will ich mich noch etwas weiter im Tierheim umsehen und folge den Tierpflegerinnen Maren und Nadja ins Katzenhaus. Hier leben abgegebene und gefundene Katzen, aber auch die, die nur vorübergehend in der Tierpension des Tierheims untergebracht sind. Katzenhalter, die zum Beispiel im Urlaub sind, können hier sicher sein, dass ihre Schützlinge in ihrer Abwesenheit die richtige Pflege bekommen. Die Pfleger widmen sich jeder einzelnen Katze, kümmern sich um die, die noch etwas scheu sind und spielen mit den lebhafteren Bewohnern. So kommt keiner zu kurz. Und auch vor dem Kleintier- und Katzenhaus sind immer wieder Katzen zu sehen. Sie sind wild und kommen nur zum Fressen auf das Tierheimgelände. Hier bekommen sie auch die nötige medizinische Versorgung, wie Sterilisationen oder Impfungen. Da viele von ihnen aber nicht an Menschen gewöhnt sind, werden sie nicht vermittelt, nur umsorgt. Zurück im Kleintierhaus begegne ich noch einem Tier, dem ich normalerweise nicht allzu nahe kommen würde. Aber mit der Versicherung von Michael stelle ich mich mal nicht so an. Ja. Genau, einfach einmal die Füße so und der hält sich dann an die Krallen fest und einmal hin. Und schon habe ich eine Bartagame auf dem Arm. Die ist handzahm und wartet auf erfahrene Reptilienfreunde mit einem warmen Terrarium. Wir sehen, er hat noch etwas zwischen den Zähnen. Normal ist er richtig heiß, wenn man ihn anfasst. Aber. Mal knapp 40 Grad drin, aber das braucht er. Hätte ich jetzt auch gerne. Um mehr über das Tierheim als Betrieb und Teil des Tierschutzvereins Memmingen zu erfahren, treffe ich mich mit Wolfgang Courage. Bei einem kleinen Spaziergang zusammen mit Cody kann er mir mehr erzählen. Herr Courage, Sie sind der erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Memmingen. Richtig. Was sind denn da genau Ihre Aufgaben? Ja, einerseits geht es natürlich darum, den Tierschutzverein als solches zu pflegen. Durch Erwerb von Mitgliedern natürlich die Größe des Vereins zu stärken. Und im Grundsatz natürlich das Übergeordnete, den übergeordneten Begriff dann des Tierschutzes als solches zu stärken. Und darauf zu achten, dass also Tierschutz zumindest in diesem Bereich, den der Tierschutzverein gebietsmäßig abdeckt, dass da alles im richtigen Lot läuft. Einen Augenblick, ich glaube, wir befreien Cody einmal kurz von seiner Leine. Genau. Und gehen weiter, wenn er mitmacht. Wie sieht es denn aus mit der Finanzierung des Tierheims? Läuft das alles über den Tierschutzverein? Grundsätzlich läuft es über den Tierschutzverein. Aber die Finanzierung, die steht natürlich auf mehreren Säulen. Zum einen ist es also so, dass wir inzwischen mit sehr vielen Gemeinden eine sogenannte Basisfinanzierung abgeschlossen haben. Das heißt im Detail ausgedrückt, die Stadt Memmingen unterstützt uns jährlich mit 1 Euro pro Einwohner und im Jahr. Und die Gemeinden, die Landgemeinden, die bei uns eben unter dem Dach dieser sogenannten Basisverordnung sind, oder Vereinbarungen sind, die unterstützen uns mit einem 50er pro Einwohner und Jahr. Weiterhin finanziert sich das Tierheim durch die Mitgliedsbeiträge des Tierschutzvereins und die Feste, die der Verein jährlich organisiert. Das sind zum Beispiel Flohmärkte und der Tag der offenen Tür. Wie fast alle Tierheime ist auch das in Memmingen sehr auf Spenden von Tierfreunden angewiesen. Zwar bringt auch die Vermittlung einen kleinen Betrag, der ist aber recht gering, wenn man den Aufwand dahinter betrachtet. Jetzt ist natürlich, sagen wir, schon eine Besonderheit, wenn man ein Tier aus dem Tierheim haben möchte.
Das geht bei uns also nicht so wie woanders über den Ladentisch drüber weg und dann ist es halt weg, sondern unsere Tierpfleger, die gucken sich also die künftigen Eigentümer oder Eltern schon genau an und wollen auch wissen, ist das Tier, egal welcher Art, ist es also richtig untergebracht, ist es gut untergebracht, passt es zu den Leuten, die da eben was kaufen wollen. Und insbesondere bei Hunden macht man es dann eben oftmals so, dass man sich also das neue Zuhause auch anguckt, bevor es dazu in der Vermittlung kommt. Und wenn es dann eben soweit ist, dann gehen die Tiere an diese neuen Leute raus. Und im Regelfall so zwischen 4 und 8 Wochen danach guckt man mal wieder vorbei oder nimmt Kontakt auf und guckt wieder, ob das alles in Ordnung ist. Meine Aufgabe als Vorstand ist natürlich schon auch immer zu sehen, zu sagen, wie lange sind die Tiere da. Und wenn so ein Tier dann, was weiß ich, vielleicht einmal 60, 80 Tage da ist, da komme ich dann schon und sage, raus, kümmert euch drum, dieses Tier muss raus. Bei Hunden, okay, da sind solche Tage, das ist überschaubar. Schwierig stellt sich das natürlich zum Beispiel bei Katzen dar. Katzen sind also schon so ein Problemfall, wo man sagen muss, das Tier, Katze, muss auf den Menschen anspringen. Also hier muss es, da gibt es einen Klick und das funktioniert oder es gibt keinen. Und dann hat man natürlich unter Umständen so eine Katze vielleicht 200 oder gar 300 Tage im Tierheim. Das kommt schon vor. Die lassen sich, gerade Katzen, lassen sich halt nicht so einfach auf den Schlag hin, wie man es gerne möchte, vermitteln. 701 Tier wurden im letzten Jahr gefunden oder im Tierheim abgegeben. Davon waren 61 Hunde. Jetzt sind nur noch 6 im Tierheim. Manche von ihnen aufgeregter als andere. Doch leider kommt auch immer wieder Nachschub. Auch Kleintiere werden oft abgegeben, wie zum Beispiel diese 2 Degus. Die beißen nicht, oder? Nein, nicht unbedingt. Nein. Okay. Das kann mal sein, dass man eine Zwickdame. Okay. Sie kommen ursprünglich aus Südamerika, aus den Anden. Also eigentlich aus Gebieten, die sehr nährstoffarme Nahrung bietet. Sie wurden von ihren Vorbesitzern ins Tierheim gebracht, weil sie ihrem Namen als Nagetiere alle Ehre machen. Und das Nagen ist eben nicht besonders leise, gerade wenn die Tiere nachtaktiv sind. Man sollte sich vor der Anschaffung eines Haustiers also Gedanken machen, sich informieren und wirklich überlegen, welches Tier das Richtige für einen ist. Oh, das solltest du gar nicht. Ich wollte nur nicht, dass du nicht rausfällst. Nein, da drin. Ist ja irre, wie zahm die sind, wie toll. Ja, liebe Zuschauer, sich ein Tier anzuschaffen, bedarf einer ganzen Menge an Verantwortungsbewusstsein und auch Zeit. Sollten Sie sich aber trotzdem dafür entscheiden, gucken Sie doch einfach mal in Ihrem städtischen Tierheim nach. Sollte es allerdings nur etwas zum Kuscheln sein, dann reicht vielleicht auch einfach das hier.